Hereinspaziert. Keine Angst, der beißt nicht. Sabine Loofs wunderbare Ideen, was man mit viel Spaß machen kann, entstehen hier, in ihrer Kreativwerkstatt. Dort finden wir ein Sammelsurium an unterschiedlichsten Gegenständen und Materialien. Aber auch Farben, Pinsel, Stifte und ein paar Werkzeuge. Alles ist griffbereit. Die unerschöpflichen Ideen der Malerin, Grafikerin, Illustratorin und Fotografin zeigen, dass ein bisschen Zeit und ein wenig Erfindungsgabe ausreichen, um aus Dingen des Alltags etwas Tolles entstehen zu lassen. Auch rings um ihr Haus gibt es viel zu entdecken. Ja, die Natur ist wirklich eine wahre Bastelschatzkiste. Was wird wohl aus diesen wunderbaren getrockneten Disteln? Mit etwas grüner Farbe entsteht daraus ein schöner Kaktus. Eine Blüte dran und fertig ist ein tolles Geschenk. Oder wie wär's mit einem Igel? Nase anmalen, Streichholzbeine hineinstecken, Perlenaugen, zwei Ohren aus Papier und fertig ist das Tier. Als Kind hatte sie das große Glück, den ganzen Tag draußen spielen zu können und von ihrer Großmutter die Basis für ihr handwerkliches Geschick zu lernen. Egal ob aus Papier, Pappe, Knöpfen oder Stoffresten, aus allem lassen sich die tollsten Dinge gestalten. Und das macht sie bis heute. Die Inspirationen aus dieser Zeit finden sich in ihren Büchern wieder. Alles, was sie als Kind ausprobieren konnte, ist also auch heute noch die Grundlage für ihr Schaffen und dienen als Quelle für immer neue Ideen. Die daraus entstehenden Bücher sind von der Autorin selbst arrangiert, bunt und liebevoll. Das ist dann die Belohnung. Fantasie und Kreativität zu wecken, und das bei Groß und Klein, sind ihr ein echtes Anliegen. Die Bücher von Sabine Loof sind gleichermaßen für Kinder und Erwachsene, für Eltern und Erzieherinnen gedacht, die vielleicht ihre eigene Kreativität und Vertrautes aus ihrer Kindheit wiederfinden, neu entdecken und mit Kindern gemeinsam umsetzen möchten. Ihre Bücher sollen die Inspiration dafür bieten, lassen aber trotzdem sehr viel Raum für die eigene Fantasie. Ihre Bastelanleitungen sind für alle gedacht, die Spaß am Gestalten, Entdecken und Ausprobieren haben.